Liebe Diskussionsteilnehmer, liebe Gäste online, es freut mich sehr, dass wir heute unseren Tech-Lunch durchführen können, weil das war lange nicht gewusst. Ursprünglich hatten wir ja den Anlass vor Ort geplant, aber Covid-19 hat uns hier ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freut es mich sehr, dass wir heute den Anlass hier durchführen und live streamen. Vielleicht ganz kurz, zwei, drei Worte zum Hintergrund. Nicht manche Schulleiter kann von sich behaupten, dass ihm Gülle auf den Hof gefahren worden ist. So geschehen im Januar von dem Jahr, haben Remo Burkhardt und David Villiger 200 Liter Gülle plus eine Mini-Biogasanlage bei uns in den Hof gefahren für die Präsentation ihrer Diplomarbeit. Ihr Thema war herauszufinden, wie klein kann man eine Biogasanlage machen kann, weil die heutigen Biogasanlagen, die wir kennen, alle sehr gross und sehr teuer sind. Die Idee ist im Unterricht entstanden, irgendwann einmal, wo sie Energieerzeugungsanlagen behandelt haben, hat ihnen der Dozent gezeigt, wie Biogasanlagen funktionieren. Und dann haben sie die Frage, wie klein geht das? Der Dozent hat und auch sonstige Recherchen haben kein richtiges Resultat ergeben. Und aus diesem Grund haben sie sich dann dem Thema gewidmet, mit der Idee, mal schauen, wie klein kann man eine Biogasanlage machen, sodass sie zuverlässig und vernünftig funktioniert. Und wir sind auf erstaunliche Resultate gekommen. Aber das möchte ich dann Remo Burkhardt überlassen, das uns zu präsentieren. Vielleicht ganz kurz, zwei, drei Worte zum Ablauf. Ich werde jetzt dann das Wort gerade Andreas Schwander übergeben, einem Moderator. Ist nicht Adrian Krebs. Mit Adrian Krebs hat Covid-bedingt gestern Nachmittag sich kurzfristig zurückziehen müssen. Wir haben aber Andreas Schwander hat sich bereit erklärt, hier in die Presse zu springen. Dafür sind wir ihm natürlich sehr dankbar. Wie gesagt, es wird eine kurze Präsentation geben von der Biogasanlage, damit wir alle wissen, um was es hier geht. Und nachher würden wir die Diskussion starten. Und zum Schluss haben wir noch haben alle Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da werden laufend wird unter eine E-Mail-Adresse eingeblendet, wo man die Fragen per E-Mail uns zustellen kann. Vielleicht ganz kurz zu den Gästen, die wir heute dürfen hier haben. Es ist der David Villiger und der Remo Burkhardt. Das sind die beiden, die Diplomarbeit gemacht haben. Dann haben wir der Andreas Schwander, der die Diskussion moderiert. Meine Wenigkeit, Peter Jost, der Schulleiter der Technikerschule Zürich. Dann haben wir Frau Hanna Hofer. Sie ist vom Schweizerischen Bauernverband. Und der Adrian Kammer von BKW. Dann würde ich jetzt das Wort Andreas Schwander übergeben. Und wünsche allen Gästen eine spannende Diskussion. Dankeschön. Biogas ist einer der wichtigen Pfeiler der Energiewende, ist aber steht immer ein bisschen im Schatten vom Strom. Gleichzeitig sind die Bauern, die das produzieren, sind, werden immer mehr zu den Energieintegratoren und zu einem Teil der Energiewende mit verschiedenen Energieträgern. Und insofern ist es spannend, was die zwei Herren jetzt hier gemacht haben. Und ich möchte sie bitten, zeigen, wie klein man denn etwas machen kann mit Biogas. Gut, vielen Dank. Ich tue euch gerne in den nächsten 5 bis 10 Minuten schnell etwas über unsere Mini-Biogasanlage erzählen, die wir zusammen aufgebaut haben. Auf dem Hauptbild sehen wir unsere fertige Anlage. So ist sie am Schluss da gestanden. Hat viel Schweiß und Stunden gebraucht, bis sie dann mal so weit war, weil wir immer wieder ein bisschen umbauen mussten. Wir haben uns überlegt, was ist eine Mini-Biogasanlage? Was bedeutet Mini? Wir sind dann, haben ein bisschen überlegt und so gedacht, was ist das Einfachste, unsere Grundbasis. Und so sind wir auf unser Europalett gekommen, das war oben links zu sehen. Und dass man das auch gut umschieben kann, weil bei mir auf dem Sitzplatz muss ich das vielleicht eigentlich vom rechten Ort auf den linken Ort tun. Und statt mit einem Stapler dort hinfahren, haben wir uns für so eine Rolle entschieden. Was auch noch ein wichtiger Bestandteil war, ist die Steuerung, die David gemacht hat, um die Temperaturen, die wir in dieser Biogasanlage hatten, zu kontrollieren. Wir haben dann über 2 Monate lang jeden Tag dreimal um die gleiche Zeit die Temperaturen gemessen. Aussentemperatur, Gastemperatur, plus noch die von der Gülle, plus
den Stand, den wir erhalten haben, vom Gas pro Tag. Und so haben wir dann unsere Kurven bekommen und haben selber gemerkt, wann hat unsere Biogasanlage Hunger, wann braucht sie neues Substrat. Und auch wenn es geht oder weniger gut, wenn müssen wir wieder Neues dazuführen oder ablassen oder welche Temperaturen sind besser und welche nicht so gut. Einfüllstutzen etc. haben wir alles zuerst uns überlegt und haben mal angefangen und wir haben immer wieder ein bisschen ummodeln. Auch für die Halterung vom wir haben ein Rührwerk gebaut und wir haben am Anfang nicht gewusst, auf welcher Höhe muss das sein. Darum haben wir uns dann entschieden, wir machen eine lange Halterung, so können wir es dann nachhinein immer noch auf- oder runterlassen. Und nicht alles wieder von vorne haben müssen anfangen. Auf diesen drei Fotos sieht man gut die drei wichtigsten Teile, die eine Biogasanlage braucht, auch die grossen. Links haben wir den Fermenter. Dort ist das Substrat drin. Also bei uns war es vor allem Grünabfall, Hühnermist oder Rindergülle. In der Mitte unser Gasspeicher, den wir so gebaut haben, dass er sozusagen im Wasser schwimmt. Da komme ich später noch dazu. So haben wir, sind wir ein bisschen bei der Sicherheit und bei den Vorschriften ein bisschen durchgeschlüpft. Ganz rechts die Filteranlagen, die wir dank Leuten, die wir können, die sanitär sind, wie auch Zimmermann, haben wir können zurückgreifen für Isolation, zum Isolieren. Oder auch die Filter zu basteln, die sind wichtig, dass wir die schlechten Stoffe vom Methan herausfiltern können, wie das überschüssige Wasser und auch den Gestank ein bisschen reduzieren. Die grossen Biogasanlagen haben natürlich viel modernere Filteranlagen als wir, weil die betreiben auch Motoren. Und bei denen hören wir natürlich auch viel, dass eben das Gas eigentlich schlecht ist für die Motoren und dann anfangen zu rosten. Und darum haben wir auch so etwas probiert zu bauen. Und ganz zum Schluss zeige ich euch dann noch den Beweis, dass eigentlich die Filter tiptop funktioniert haben. Ja, was ist der Vorteil von unserer kleinen Biogasanlage? Wie ich vorher erzählt habe, sie steht am falschen Ort, dank diesen vier Rädchen. Und nur 500 Kilo kann ich die von Hand zum zweiten schnell hin und her stoßen. Oder auch mit einem Stapler in einen Anhänger einladen. Wir haben geschaut, dass unsere Maximalhöhe von 2 Metern nicht überschritten ist. Und so können wir sie gut in ein kleines Transport Anhänger oder sogar in einen Bus einladen. Vorschriften gibt es natürlich ganz grosse bei den Grossanlagen. Eben, es ist Gas im Spiel, es kann Substrat auslaufen, Grundwasser etc. Wir haben auch ein Auffangbecken gebaut. Wir arbeiten nicht über 1 Bar Druck bei uns im Biogas, also im Fermenter. Unser Speicher ist so gebaut, dass er schwimmt. Und wenn der Speicher sozusagen voll ist, steht er oben an und das überschüssige Methan blubbert unten raus. Ist zwar nicht gut, wenn natürlich Methan dort raus blubbert, aber ja, wenn eine Kuh auf der Weide ihr Geschäft macht, kommt es halt dort raus. Und, dann, ja. Und es ist natürlich dann nicht entzündlich, weil es ist so wenig, wo dort raus blubbert. Und man weiss auch nicht genau, wo das dann raus blubbert. Also müssen wir fast hellseher sein, um dort anzünden. Sicherheit haben wir auch gehabt, wie Feuerlöscher. Wir haben mit der Gemeindefeuerwehr Kontakt aufgenommen. Der ist das anschauen. Wir haben unsere Verwaltung beigezogen, weil ja, es haben sich rundum mal gefragt, was ist das für ein Teil? Was sind die dort am Brennen, Schnapsbrennen oder sonst etwas? Ja, die Anlage ist sehr einfach zu bedienen. Die Steuerung sieht zwar richtig gross und spektakulär aus, aber das war eigentlich nur darum, dass wir beweisen können, dass die Anlage im biologischen Gleichgewicht sich halten kann. Wenn ich jetzt eine neue bauen würde, würde ich die Steuerung nie so komplex bauen. Denn alle Teile sind verfügbar. Das sind Obstfässer von Bauern, die man günstig überkommt. Es sind Schläuche, es sind Verbinder, Luftverbinder. Es ist nichts Material, das extra für so eine Biogasanlage wie unsere hergestellt werden muss, die rechte Lieferfristen hat. Auf der nächsten Folie das Thema eben Sicherheit. Wir haben in unserem Fermenter eben keinen höheren Druck als 1 Bar. Wir haben das getestet, indem wir beim linken Bild das ganz rechte Töckel sehen. Das ist ein normales Fahrradventil. Da haben wir das alles verschlossen, haben mit einer normalen Velopumpe können den Druck bis auf 2,5 Bar tun und haben so gewusst, unser Fermenter ist dicht. Das in der Mitte ist der Abgang vom Gas und das links ist unser Überdruckventil, das wir auf 1 Bar eingestellt haben.
Also wenn wir mehr als ein Paar hätten, würde es dort rauspfeifen. Rechts sehen wir die Zeichnung des Speichers. Und natürlich bei einer Biogasanlage, ist, wie bei uns, ist natürlich genial. Wir haben einen Speicher. Wir haben 24 Stunden haben wir Gas, egal ob die Sonne scheint oder ob der Wind geht. Unser Ringfass, unser Speicher war 150 Liter. Den haben wir innerhalb 3 Tage gefüllt. Mit nur 3 Kilo Hühnermist pro Woche. Also wir hatten einen Aufwand von einer halben Stunde, um den Bauer zu laufen. Mit 3 Kilo Hühnermist zurückgekommen, haben das ein bisschen gemixt, eingeleert. Und wir haben, alle 3 Tage war das Fass voll. Also ganz genau heisst das, wir haben pro Tag 10 Minuten kochen. Und wir haben in 8 Minuten 1 Liter Wasser auf 100 Grad kochen. Und das ist schon noch erstaunlich. Wir haben uns auch, unser erstes Ziel war, dass das Gas überhaupt einmal brennt. Und als wir nach Hause sind, nach dem Arbeiten, und es war dunkel, und wir haben das Gas angezündet, dann brennt das für uns schon. Wir haben gewusst, die Diplomarbeit, 4 haben wir auf sicher. Aber wir haben mehr wollen. Und nachdem haben wir gesagt, das zweite Ziel ist, einen Generator anzubetreiben. So einen Stromgenerator, wie es auf der Postel hat, mit Benzin. Haben wir einen Viertakt gewählt, weil der Gemisch Benzin und Öl separat hat. Dann eines Tages, also am Samstag, sind wir zusammengehockt, haben das basteln. Nach 10 Minuten ist der Generator gelaufen. Mit nur Biogas. Ist natürlich nicht sauber gelaufen, weil das Luft-Gas-Gemisch natürlich nicht perfekt gestimmt hat. Aber für das hätten wir noch jemand anderes einbeziehen müssen. Aber unser zweites Ziel haben wir so auch erreicht. Hier sieht man auch gut, wenn das obere Fass oben ansteht, dann kann das Gas unten, der blaue Strich bedeutet, also es hat das Wasser zeigen, dann blubbert es unten raus und so kann ich dort auch keinen Überdruck haben. Und so sind wir auch safe dort. Das Projekt 2.0 steht schon vor der Tür. Wir haben mit 2 Leuten, mit einem Tiny House Besitzer und mit jemandem, der in Lengnau 2 Ponys hat, sind wir in Abklärung, wir wollen etwas Grösseres bauen. Der Oberkreis war unsere Diplomarbeit, die 200 Liter Fermenter. Ja, wir wollen etwas mit 2000 Liter, also 10-mal so gross bauen, wenn es möglich ist. Um zu schauen, weil das ist ja, 1 Liter pro Tag, also 10 Minuten pro Tag, ist schon ein bisschen wenig. Wir wollen ein bisschen etwas mehr und wenn wir die Möglichkeit haben, das Material wüssten wir schon, was wir nehmen könnten, dann werden wir etwas Grösseres bauen. Ja, wo kann die Anlage eingesetzt werden, unsere Mini-Biogasanlage? Sicher bei Alphütten im Sommer. Das Substrat ist vorhanden, die Tiere sind vor Ort. Er braucht keinen Stromanschluss, teure Kosten, hohe Querschnitt, Kupfer dort durchziehen. Er kann zwar Gasflaschen tragen, aber ja, wieso nicht mal etwas Neues? Tiny House-Besitzer haben wir mit dem René Rast. Haben wir einen von den Gründern der Schweiz, der ein Tiny House gebaut hat, in Auwedischwil, haben wir Kontakt gehabt und er hat gesagt, er sei schon lange am Schauen, das sei so das einzige Puzzle, das noch fehlt. Weil, dass wir in den eigenen Kreislauf wieder zurückkommen, mit Garten, Essen, Abfall verwerten, wieder zurück. Kleinbauern, also eben, wir haben bei uns kleine Hühnerbesitzer, Bauern, die nur noch ein paar Schöfe haben, wieso nicht? Sogar ein Eigenheim. Wenn ich ein eigenes Haus hätte, im Garten etwas Kleines aufbauen, man könnte ja noch ein Hütchen rundherum bauen oder ein bisschen Holz, dass es nicht gerade zufällig blau ist. Das Wichtigste ist einfach, wo wir die Anlage gebaut haben, die haben uns immer gefragt, wie viel elektrische Leistung holen die raus. Und ich muss sagen, das lohnt sich gar nicht. Bei einer kleinen Anlage wie unsere, da muss man das Gas nehmen, zum Verwerten, zum Kochen, zum Heizen. Weil alles, was wir nach der elektrischen Energie umwandeln wollen, das ist nur mal so ein schlechter Wirkungsgrad, der dann unsere Anlage vielleicht noch 20% bringt. Und nur mit der Heizleistung aus Gas zum Kochen haben wir über 75%. Also unser Anlagungswirkungsgrad war über 70% mit der Steuerung, die wir gebraucht haben und zusätzlicher Heizung. Am Schluss noch der Beweis. Wir haben zum Glück einen Dozent an der ETH Zürich, der uns den Gaschromatograph zur Verfügung gestellt hat. Wir konnten unser Biogas testen. Links im Bild sehen wir das durchschnittliche Biogas, rechts das Resultat von der ETH Zürich.
Ja, man kann sagen, mit den kleinen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, und einfach das selber, das Basteln und Probieren und Austesten, können wir recht zufrieden sein mit unseren Ergebnissen und unserem, ja, mit unserem Biogas. Ja, das, ich muss auch noch schnell sagen, am Anfang war es eine Diplomarbeit, es müssen natürlich, jeder muss eine machen. Nach 2-3 Monaten war es fast ein Hobby. Man kam nach Hause, man schaute, wie geht's dir, hast du wieder etwas rumgeschraubt und so, ja, es war wirklich interessant gewesen. Ja, das wär's gsi von mir. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unsere Mini-Biogas-Anlage geschmackhaft machen. Danke vielmals. Das ist sehr spannend. Halt vor allem auch die Aussage, kochen, kleine Anlagen. Jetzt will ich Frau Hofer fragen, wie sieht das aus in einem durchschnittlichen Bauernbetrieb? Wie ist dort die Affinität zum Biogas? Also zuerst möchte ich mal Merci sagen für die spannende Arbeit. Das ist wirklich sehr eindrücklich, was ihr da gebaut habt und entwickelt habt. Grundsätzlich sind Biogasanlagen wichtig in der Landwirtschaft. Das ist ein grosses Potenzial. Es wird heute 5% vom Hofdünger verwertet. Und da hätten wir wirklich grosse Möglichkeiten. Jetzt in der Schweiz gibt es etwa 100 landwirtschaftliche Biogasanlagen. Die produzieren 150 Gigawatt Strom. Und etwa ja, gleich viel Wärme oder 70 Gigawatt Wärme, je nachdem, wo es hergeliefert werden kann. Auf den Betrieben, ja, wie gesagt, gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Jetzt ist ein bisschen die Frage, also eine Mini-Biogasanlage, die ihr habt, ist sicher sehr spannend. Muss man sicher weiterentwickeln. Die Frage ist aber von den Kosten her. Wir sagen, die ist sehr günstig, es gibt aber sicher auch Rahmenbedingungen, wo es teilweise vielleicht erschwerend sind. Das Beispiel von Alp finde ich spannend, aber dort eine agronomische Grundüberlegung. Auf den Alpen, wo die Tiere in den Stall gehen, das sind Milchbetriebe. Das sind solche, die Käse. Und Käse tut man oder muss man von den Labels her mit Holz. Und dann ist dann die Frage, ja, wenn man schon Holz hat zum Wärmen, dann braucht man auch nicht noch Gas zum Wasser kochen. Dort sehe ich jetzt den Einsatz vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Einfach so ein bisschen als Überlegung. Aber es ist sicher, wie mit Tiny House oder Eigenheim, kann ich mir schon vorstellen, dass es dort weitere Möglichkeiten gibt. Jetzt Gas hat ein grosses Problem bei den Biogasanlagen, dass sehr viel nicht im Geld sind. Also es rentiert nicht, es braucht relativ viel Anlagen. Und gerade Gas ist so ein bisschen, wenn ich Herrn Glättli frage, Gas ist immer, die einen finden es toll, die anderen finden, Methan ist schlimm. In der Politik heisst immer, Strom ist 25% vom Verbrauch und es ist aber 90% von Diskussion. Und in den letzten 10% kommen dann noch alle anderen, unter anderem das Gas. Und das wäre jetzt an Sie der Pass. Ich glaube, das hat die Geschichte. Also, zuerst einmal möchte ich doch auch noch schnell, finde ich, beeindrucken, mit was vermitteln und wie schnell dass sie da quasi etwas, das funktioniert, auch angebracht haben. Ich denke, das ist so die Innovation, wo ich das Gefühl habe, was sie jetzt in einem Bereich machen, dass in der Schweiz, in anderen Bereichen, so in den 80er Jahren gegeben hat, wenn ich an den Solarbereich denke, und dann hat man es völlig verloren und hat irgendwie alles abgegeben. Und von dem her, wenn sie jetzt da so einen Impuls setzen, dann freut mich das sehr. Und ich glaube, jetzt zu Ihrer Frage, das hat mit der Geschichte zu tun. Also, dass wir in der Schweiz, das hat mich immer verwundert. Ich bin schon in den 90er Jahren, bin ich als junger Grüner damals auf Deutschland gegangen. So in die, es hat dort so Musterenergiegemeinden gegeben und dort ist überall Wärmekraftkopplung, ist quasi eines der Kernelemente, die man dort braucht. Und in der Schweiz haben wir natürlich eine andere Situation, eben darum, weil wir quasi von den grossen Energielieferanten auf der einen Seite die Wasserkraft hat und auf der anderen Seite nuklear, die Kernenergie, die Atomkraftwerke. Und dass man eigentlich in der Schweiz immer eher denkt, oh, wie machen wir aus dem überflüssigen Strom noch Wärme, jetzt blöd gesagt. Oder, jetzt hat oder man macht jetzt quasi mit Wärmepumpen etc. Also man hat diese Technik, Strang, der ist quasi historisch schon quasi wie ein Vorzeichen gewesen. Und ich finde es auch richtig, dass man etwas nicht macht, was zum Teil gemacht wird. Also das ist bei uns von der grünen Kari überzeugend. Wir sagen, man soll mit Biogas arbeiten, dort, wo, der Rost, also wo quasi das Material wirklich anfällt.
Wir sind zu 150% gegen irgendeine Produktion, wo man sagt, man baut Mais an, man baut Zuckerrohr an oder was es noch gibt, um quasi sagen, man tut künstlich das erzeugen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dort, wo es, also Sie haben vorhin gesagt, ja, das Methan, das klingt dann nicht so gut, aber das ist ja sowieso da. Also das ist auch dann, wenn man quasi die Energie nicht rauszieht und noch als Wärme nutzt. Und das Substrat, das man kriegt am Schluss, ist als Dünger eigentlich ein besserer Dünger, als wenn man kühlen direkt. Also ich bin im Gegensatz zu Ihnen, ich kann nicht so, also ich habe nicht einen riesen Rucksack jetzt als, ich bin kein halber Bauer, ich habe nicht einen Viertelbauer. Aber nach meinem Wissen ist es viel ein besserer Dünger auch, also von dem her auch viel verträglicher. Man hat auch weniger Schadstoffe, die ausgewaschen werden, die ins Trinkwasser kommen. Das sind eigentlich alles positive Punkte. Für uns, wir schätzen mit unserer eigenen Energiestrategie, die aber im Moment so ein bisschen gerade am überarbeitet werden ist, auch im Hinblick auf ambitioniertere Klimaziele, schätzen wir etwa 3,5 Terawattstunden. Und wir würden rauslupfen aus das Biogaspotenzial. Mhm. Und Sie haben ja noch gefragt, quasi, ja, wie macht man denn, dass das kommt? Und ich glaube, das ist klar, das muss eine staatliche Förderung sein. Also wenn es keine staatliche Förderung gibt, dann wird das nicht aus dem Markt allein raus, das Potenzial realisiert werden. Es muss wieder ein KEF geben, ja, wo das rausläuft. Genau. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch irgendwie... Oder allenfalls auch Investitionsbeträge. Oder? Also ist dann so, ich sage jetzt, das ist ja dann immer die Frage, ob man quasi die Einspeisung für lang garantiert oder ob man einfach sagt, man gibt quasi upfront am Anfang einen Investitionsbeträge. Man kann das natürlich auch mischen. Aber ich denke, jetzt gerade, je kleiner das die Anlage ist, desto eher ist vermutlich ein Modell sinnvoll, wo man sagt, man gibt einen Investitionsbeträge. Also die Einmalvergütung bei der Solaranlage. Ja, dort hat man das gleiche Modell gewählt, dass man quasi ein bisschen bei den Kleinen weggeht von der KEF und eigentlich sagt, man macht einfach einen Investitionsbeitrag. Mhm. Jetzt gerade, Sie haben vorher erzählt von den grossen Integratoren, von den grossen Energiefirmen. Wir haben hier den Herr Kammer von der BKW. Wie gross ist das Interesse von Unternehmen wie der BKW an Biogasanlagen? Also unser Interesse ist durchaus vorhanden. Also eben nicht nur Biogas zum Strom erzeugen, sondern auch Biogas wirklich als Gas. Es ist jetzt aber nicht so, dass das jetzt bei uns schon mega viel ausmachen würde. Das ist eher wirklich ein Nischenprodukt. Oder ja, wo wir jetzt nicht irgendwie gross jetzt irgendwie investieren oder so. Aber es ist durchaus ein sehr wichtiges Element. Wirklich halt auch das Biogas als Gas für die Wärmeerzeugung. Also wir sehen insbesondere im Bereich Prozesswärme, also das Gas ist halt sehr schwierig zu dekarbonisieren. Also im Strom ist es eigentlich einfach, da haben wir wirklich Technologien, wo man grosse Mengen kann CO2 frei erzeugen, aber im Gasbereich ist es wesentlich schwieriger. Und da sehen wir jetzt durchaus ein gewisses Potenzial, wo wir auch eine gewisse Rolle sehen. BKW hat jetzt auch eigentlich angefangen, im Gasmarkt ein bisschen aktiv zu sein. Und dort ist auch Biogas dann wirklich halt auch von Interesse. Und da sehen wir auch, dass es halt gewisse Firmen gibt, die da interessiert sind, oder? Weil, ja, eine Industriefirma, die einen höheren Gasverbrauch hat, die muss sich jetzt natürlich, wenn sie dekarbonisieren will, überlegen, ja, was mache ich jetzt mit dem Gas, oder? Tue ich das synthetisch herstellen, aus Strom? Oder ein Element wäre eben dann Biogas, dass man das wirklich gerade dort verwendet. Wie Sie das auch gesagt haben, oder? Vielleicht ist es effizienter, wenn man das Biogas dann wirklich für die Wärmeerzeugung verwendet. Aber für uns ist es auch im Strombereich kann es durchaus interessant sein, weil es halt auch je nachdem idealerweise flexibel kann eingesetzt werden kann, als Ergänzung zu Wind- und Photovoltaik, die halt wettergebunden ist. Und wenn man jetzt gerade in so eher ländlichen Gebieten vielleicht, dass man dort durchaus dann so wie ein lokales Netzwerk eigentlich hat aus all diesen Elementen, wo man insgesamt sich dann fast selber versorgen kann. Also in Deutschland gibt es schon solche Gebiete. Es gibt auch Anbieter, insbesondere auch in Deutschland, Netzkraftwerke zum Beispiel. Die koppeln dann auch die verschiedenen Elemente und eigentlich Biogasanlagen haben eine ganz wichtige Funktion, weil sie die Flexibilität eigentlich zur Verfügung stellen, wo man dann eine super Ergänzung ist zu Photovoltaik oder Wind. Und insgesamt haben wir dann wirklich fast ein Stromprodukt, das man anbieten kann, das CO2-frei ist. Ja, da will ich jetzt gerade einhängen, weil es gibt ja sehr viel
Energieunternehmen, die mittlerweile eben auch im Gas sind und als Contractor auftretend und dann so unterschiedliche Systeme halt miteinander koordinierend und zum Teil dann auch finanzierend. Gerade wenn Sie sagen, Schwankungen ausgleichen, also dass man Regelenergie anbietet, dass man am Regelenergiemarkt teilnimmt mit so Biogasanlagen. Aber das übersteigt dann natürlich die Möglichkeiten des einzelnen Bauern. Und wie sehen Sie da Ihre Rolle und wie sehen die Bauern Ihre Rolle, dass man sich da in eine engere Partnerschaft mit einem grossen Unternehmen wie der BKW begibt? Vielleicht zuerst Herr Kammer und nachher Frau Hofer. Sagen. Ja klar, ich meine, wir müssen natürlich unternehmerisch denken. Das heisst, ja, das Contract muss halt dann auch funktionieren. Also, wenn die Anlage natürlich zu teuer ist, dann ist das schwierig für uns. Was wir bereits machen, ist so Contracting im Wärmebereich. Dort haben wir schon einzelne Anlagen, wo wir das machen. Jetzt im Strombereich, im Biogas-Strombereich haben wir jetzt noch nichts. Und ja, ich vermute jetzt mal, dass es relativ schwierig ist, rein aus unternehmerischer Sicht. Weil die Anlagen sind einfach relativ teuer. Und ja, dass sich denn das lohnt, dass man da wirklich das Contracting macht, ist wahrscheinlich eher schwierig. Was sagen die Bauern da dazu? Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, recht viele Hürden, was Biogasanlagen auf der landwirtschaftlichen Betriebe betrifft. Und das Contracting wird auch nicht die Lösung sein von diesen Diskussionen. Wir hatten die Diskussion auch bei den Photovoltaikanlagen. Es gibt verschiedene Gründe. Es gibt Betriebe, die das machen und wo das eine sinnvolle Möglichkeit ist. Aber für Biogasanlagen weiß ich jetzt nicht, inwiefern das wirklich eine Lösung ist. Wichtig, finde ich, möchte dort noch kurz anschließen, die finanzielle Förderung. Der Bundesrat hat gestern entschlossen oder das Ergebnis präsentiert zur Revision des Energiegesetzes und ist nicht darauf eingegangen, eine gleitende Marktprämie oder eine KEF weiterzuführen. Und für Biogasanlagen werden Investitionsbeiträge nicht länger. Biogasanlagen in der Schweiz werden nicht weiter ausgebaut und die werden abgestellt, die bestehenden. Weil es dort keine Lösung gibt. Und es gibt politische Vorstöße, wie die Motion Fessler, die jetzt im Herbst im Ständerat einstimmig ist angenommen wurde, die fordert, dass eben die Anlagen mit ämterübergreifend weiterhin gefördert werden. Und der Bundesrat hat sich jetzt auch gestern aus meiner Sicht unerklärlicherweise dagegen entschieden. Jetzt ist die Frage, wie geht die Förderung weiter? Und ob jetzt kleinere Anlagen, bis jetzt sind kleinere Anlagen verhältnismäßig meistens teurer pro produzierter Kilowattstrom. Es ist sehr spannend, wenn es eine andere Entwicklung gibt. Und das unterstützen wir auf jeden Fall. Aber im Moment ist das nicht die Lösung. Und das sind Investitionsbeiträge eben leider auch keine Lösung. Aber, und ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Energiepflanzen sind in der Schweiz nicht zugelassen, wie im Nachbarland. Also, wir dürfen kein Mais anbauen, aber wir haben wirklich genug Hofdünger, die wir verwerten können. Das finde ich noch wichtig. Das ist jetzt die Frage an den Herrn Jost. Gibt es Überlegungen, auch Möglichkeiten, dass man halt Kleinanlagen so günstig bauen kann, dass das Sinn macht? Ja, ich denke schon. Oder wenn ich schaue, was ist unsere Aufgabe als Schule oder als Ausbildungsstätte für diplomierte Techniker HF. Ich meine, grundsätzlich ist es für uns wichtig, dass der Remo Burkhardt hat gesagt, wir müssen alle Diplomarbeit machen. Wir wollen natürlich nicht, dass das ein Müssen ist, sondern der Remo Burkhardt und der David Fiediger bestätigen das auch, dass am Schluss die Motivation höher war als Muss. Wir wollen, dass man das mit Freude macht. Und wir halten die Leute anhalten, dass man auf der einen Seite gut heranschaut, überall, wo gibt es Potenzial, wo kann man etwas machen. Und auf der anderen Seite, wenn man etwas gefunden hat, dass man nachher das Ganze auch super ingeniert, im Sinn von, dass man alle, möglichst alle Aspekte anschaut, die eine Rolle spielen könnten. Und wir haben es gesehen in der Präsentation von Remo Burkhardt. Genau bei dieser Biogasanlage war der Kostenpunkt eine der Zielsetzungen gewesen. Weil wir wissen, dass Biogasanlagen, wie wir sie heute kennen, sehr teuer sind in den Anschaffungskosten, haben wir das in die Zielsetzung hineingenommen, dass sie sich wirklich intensiv, und das Resultat zeigt das wunderschön, auseinandergesetzt haben damit, wie kann man so etwas bauen, dass man eben mit den Investitionskosten sehr weit runterkommt, weil man hat hier schon müssen annehmen, dass wahrscheinlich Biogas aus dem KEF oder aus der Investition rausgeht. Vom Bund. Klar würden wir gerne als Schule vielleicht noch ein bisschen weitergehen und so einen Prozess auch über die Schule aus unterstützen. Aber dort ist die Situation einfach so, dass wir im höheren Fachschulsegment kommen wir nicht an die Forschungsgelder her. Das ist per Dekret einfach so.
als Schulleiter hoffe ich natürlich immer noch, dass ich das in meinem Schulleiterleben noch erlebe, dass eines Tages die Töpfe auch für uns aufgemacht werden. Weil, eben, wie gesagt, wir haben es vorher gesehen, ich denke, das Potenzial ist da. Und Forschung heisst ja nicht immer nur generische Forschung oder Basisforschung. Forschung kann eben durchaus, wie wir schön gesehen haben, auch heissen, mit bestehenden Sachen etwas möglichst Optimales zu entwickeln. Jetzt haben Sie, Herr Glättli, zwei Aufgaben, oder? Also erstens im Geld geben und ihr auch. Wie sehen Sie das jetzt? Ja, also ich tue jetzt nicht noch die bildungspolitische Diskussion auf. Das ist etwas Schwieriges, also sage ich jetzt ganz kurz. Es ist oft so, dass die Bildungspolitikerinnen und Politiker sich durchaus einig sind, aber dann meistens keine Mehrheit finden für solche Schritte, die richtig oder auch sonst für mehr Unterstützung in der Mehrheit vom Rat, denn das Geld mehr zählt als der erneuerbare Rohstoffbildung. Das ist ein Erlebnis, das ich immer wieder hatte in der letzten Zeit, dass sogar Bürgerliche in der WBK also durchaus dafür sind, dass man mehr Geld ausgibt und eben das auch mehr nicht nur auf die universitäre Bildung beschränkt, aber das hat bis jetzt keine Mehrheit gefunden. Das andere, ich denke, das ist jetzt, wir sind wie im Moment haben wir führen wir zwei parallele Diskussionen, habe ich so ein Gefühl. Das eine ist die Frage, die Abschätzung quasi von einem realistischen Einsatzszenario für jetzt quasi die Version 2 oder 3.0 von diesem Projekt. Das ist das eine. Und das andere ist quasi dann die Frage, welche Rolle spielt Biogas quasi jetzt im grossen maßstäblichen Rahmen für die Energiepolitik, für die klimafreundliche Energiepolitik von der Schweiz, von der Zukunft. Und das sind für mich zwei Fragen, die man wirklich auseinanderhalten. Weil ich glaube wirklich, dass wenn man dann als Verstromer denkt, dann nachher muss man irgendwo die Economy of Scale berücksichtigen. Dann muss man schauen, dass es Betriebsgemeinschaften gibt, dass man das nicht, wir haben auch viel kleinere Strukturen in der Landwirtschaft, jetzt als zum Beispiel im europäischen Umfeld. Oder? Das muss man auch berücksichtigen. Dort kann man das vielleicht eher auf einem Hofniveau haben. Und die zweite Sache, die ich auch noch sagen möchte, wir als Grüne haben natürlich in der Agrarpolitik noch darüber hinaus eine Zielsetzung, dass wir eigentlich finden, wir sollten mittelfristig die Abhängigkeit von importiertem Futtermittel verringern. Also dass wir sagen, der Tierbestand sollte sich an das orientieren, was wir da rauslupfen können aus den Böden, die wir hier haben. Weil wir haben ja quasi nochmal etwa gleich viel Boden, wie in der Schweiz gebraucht wird, wie im Ausland gebraucht, um Futtermittel zu produzieren, die wir dann importieren. Das hat, ich sage jetzt, einen Tierwohlaspekt, das ist dann nochmal etwas ganz anderes, dass wir auch dort eigentlich möchten, eher den Fleischkonsum runterfahren und auf der anderen Seite hat das dann eben auch ökologische Aspekte. Aber ich finde, das, was dann bleibt, und es wird etwas bleiben, und das macht auch Sinn, also wenn man, also es gibt nicht viele Tiere, die aus Gras nachher irgendwo Protein produzieren können, wo man essen kann, oder? Dass man das so auch nutzt, finde ich, ist auch in Zukunft sinnvoll und richtig. Und dass man dann dort aber auch den Kreislauf in dem Sinn schließt oder optimiert, finde ich auch richtig. Und das glaube ich, dort hat man relativ viel Potenzial. Es wird aber nicht das Potenzial sein, das nachher dazu dient, dass man kann sagen, jetzt lassen wir alle Autos und alle Flugzeuge irgendwie dann mit dem Gas irgendwo funktionieren, wo man dann dort rausläuft. Oder? Aber es kann in dem Sinn auch, sagen wir mal, es hat ja auch eine wichtige Funktion, gerade die Wärmekraftkopplung, weil es natürlich, ich sage jetzt mal mindestens die Solarenergie im Tiefland, natürlich ein kleines Problem hat im Winter. Der Winter ist die gleiche Zeit, wo man die Wärme braucht. Von dem hat es durchaus dort auch einen Sinn, wenn man vielleicht partiell auch wieder den Teil Wärmekraftkopplung stärkt. Und da ist man ja, also eben, die Schweiz verschläft, man hat das Gefühl, das verschläft die Schweiz mit der Wärmekraftkopplung. Ja. Also nein, das ist das verschlaft sie nicht, sondern das ist noch, also verschlaft, ja, könnte man sagen, das wäre etwas, wo kommt und ein paar schauen weg. Nein, das ist noch gar nie im Gedanken gewesen, eigentlich von der Schweizer Energiepolitik. Also ich sage es noch ein bisschen härter als sie. Und wie bringt man das in das Gedankengut rein? Ich glaube, man bringt es dann ins Gedankengut rein, wenn man weniger danach nur schaut,
ich sage jetzt, wo dass man möglichst günstig kann auf den Weg gehen zu klimafreundlicheren Energieversorgung, sondern wenn man darauf schaut, wie kann man möglichst schnell umfassend auf Netto Null gehen. Ich glaube, die Zielsetzung, die wir uns gesetzt haben, dass man sagt, man möchte möglichst schnell auf Netto Null kommen, das ist etwas, wo die ganze Gleichung ändert. Oder? Wenn man dann nicht nur die effizientesten Massnahmen machen, sondern man tut auch andere Massnahmen machen, wenn man am Schluss sagt, wir wollen überhaupt keine Fossile mehr. Und dann hat man umgekehrt hat man dann auch einen Bedarf von Gas, der noch rum ist, der noch Infrastruktur rum ist, wo man den auch noch muss beliefern und wo man nachher kann sagen, okay, entsprechend fördern wir auf der anderen Seite dann das Biogas. Aber, also Sie haben es gesagt, jetzt gestern war es nicht gerade nur der ermutigendste Tag, für in diese Richtung weiterzudenken. Also, das kann ich nur unterschreiben von grüner Sicht. Und dort muss ich wirklich sagen, es ist bei der Biogas sehr wichtig, man wird dort nicht die grosse Masse an Strom produzieren, aber man kann wichtige Regelenergie produzieren, man kann die Abhängigkeit im Winter reduzieren und eben, man kann auch helfen, die Netzstabilität zu erhalten. Und daneben kann man die Nährstoffkreislauf schließen. Und auch noch wichtig aus Sicht Landwirtschaft, es ist auch eine wichtige Klimaschutzmaßnahme, weil man reduziert oder wir produzieren nicht nur Strom und Wärme, sondern wir reduzieren auch Methan. Und am besten wäre es, man würde das Gas noch einsetzen als Treibstoff. Dann hat man die grösste Reduktionswirkung an CO2-Äquivalent. Aber eben, das und darum braucht es eine Politik, die halt all die Aspekte zusammen anschaut und all dem ämterübergreifend gerecht wird. Aber es ist nicht die günstigste Massnahme ist es nicht und wird es auch nie sein. Und das ist schade, wenn das nur aus diesem Blickwinkel betrachtet wird, auch im Rahmen der Energiestrategie. Also vielleicht noch einen technischen Aspekt. Oder? Wir Techniker haben die Aufgabe, genau herzuschauen. Für das sind wir da. Und was mir immer auffällt, ist, wenn ich so politische Diskussionen höre oder irgendwelche Sachen lese, ich sage es vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen despektierlich, aber ich höre immer Strom, 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 Strom. Aber wenn wir genau herschauen, ist es ein Fakt, dass wir mit dem Konzept, wie wir heute die Schweiz mit elektrischer Energie versorgen, haben wir 10% Transportverlust. Oder? Das ist einfach so. Und wenn ich das dann anschaue, ich sage es an den Studierenden, sagen wir das einmal. Schauen Sie, wir haben früher 40% mit AKW betrieben. Also wir brauchen ein AKW für Transportverlust. Das ist natürlich jetzt eine tendenziöse Aussage, ganz klar. Aber ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, wo man unbedingt herschauen muss. Muss das so bleiben? Ich sage nicht grundsätzlich als Techniker, das ist falsch, das kann man anders machen. Aber als Techniker ist es meine Aufgabe, das anzuschauen, das hinterfragen. Muss das so bleiben bis zum St. Nimmerleinstag? Oder gibt es vielleicht Konzepte, die die Transportverluste weit oben abholen? Weil man vielleicht nicht mehr über lange Strecken transportiert, weil man vielleicht lokal versorgt und nur noch das Delta austauscht. Oder das sind alles Sachen, die in den Technikerköpfen schwirren, um das Argument auch noch reinzubringen. Wir sind da, wie soll ich sagen, wir sind da vielleicht politisch weniger behaftet, weil uns interessiert primär Technik. Wir sehen ja zum Teil, gerade jetzt bei den Energieversorgern, also jetzt Minen in Basel, oder die IWB hat ein grosses Gasheizkraftwerk, wo sie über den Mittag Strom produzieren, dass die Leute in den alten Häusern, die einen Gasanschluss haben, können elektrisch kochen. Ja. Das gibt es relativ häufig in der Schweiz, so Situationen. Und wenn Sie sehen, es wird praktisch nicht mehr mit Gas gekocht, außer in den Restaurants, weil die wissen, wieso es gut ist. Also das wäre schon mal ein Schritt. Kochen mit Gas. Wie sieht das jetzt, wenn Sie sagen, Sie steigen ins Gasgeschäft ein? Gut, unser Hauptbusiness ist natürlich immer noch der Strom. Von dem her sind wir eigentlich ganz unglücklich, wenn noch viel Strom gebraucht wird. Nein, Scherz beiseite. Da treffen Sie einen wunden Punkt, genau mit dieser Aussage. Ja, ich meine, Gas, das ist, ich bin definitiv bei Ihnen, oder? Gas wird, man redet wirklich immer über Strom und Gas ist auch extrem ein wichtiger Energieträger in der Schweiz, wo wie gesagt eben relativ schwierig ist zum Dekarbonisieren, wo wir noch viel, viel vor uns haben. Jetzt in der Stadt Zürich werden ja Gasheizungen eigentlich verboten, kann man sagen, oder ausgefädelt in den nächsten Jahren. Also dort muss man dann sowieso auch Alternativen suchen. Aber an vielen Orten ist einfach Gas extrem wichtig. Also vor allem in der Industrie
ja, wird das eine längere Zeit oder sogar auch sehr langfristig nicht möglich sein, gewisse Sachen ohne Gas zu machen. Und ja, entsprechend muss man dort schauen, dass man da Alternativen halt findet. Und ich denke, dass eben Biogas ein gewisses Element kann sein. Es ist sicher nicht die Lösung des ganzen Problems, aber ein kleines Puzzlestein halt in dem Ganzen. Ja, genau. Wir haben, also vor allem in Deutschland hat man die sehr grossen Biogasanlagen, wo es zum Teil eben schon um Gärgut Konkurrenz gibt. Wie sieht das in der Schweiz aus? Man ist noch nicht so weit. Nein, wir sind noch nicht so weit. Also grundsätzlich ist es so, für die landwirtschaftlichen Biogasanlagen in der Schweiz müssen mindestens 80% des Substrats muss Gülle oder Hofdünger sein. Mhm. Konkurrenz ist dann eher um das Co-Substrat, das es noch braucht. Weil Gülle ist halt nicht so viel energiereich und darum braucht es die Co-Substrat, um das einigermaßen effizient gleich noch zu betreiben. Und dort kann es Konkurrenz geben, es ist in dem Sinne begrenzt verfügbar. Aber das Problem ist nicht, dass es nicht gibt, sondern dass es der Anreiz nicht da ist, die Nährstoffkreisläufe zu schließen mit den ganzen Abfällen. Das Beispiel, ich weiß noch mal nicht, also als Studentin bin ich immer im Detailhandel am Arbeiten gewesen. Und wenn man schaut, was dort alles weggeholt wird und alles eingepackt, einfach in einen Kübel geholt wird und nicht aufgetrennt wird, ist dort eigentlich ein sehr grosses Potenzial, das man zurückführen sollte in den Nährstoffkreislauf. Es ist günstiger im Moment, gewisse Sachen zu verbrennen oder einfach sonst auf die Felder auszubringen, statt super zu trennen und zum Beispiel eben das Grüngut auch in die Biogasanlagen zu bringen. Also das Potenzial wäre eigentlich da, aber es braucht dort auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass das weiter gefördert wird, dass die Kohlsubstrate erhältlich sind. Wäre das jetzt Förderung oder wären es Vorschriften? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Also wenn man beispielsweise, also wenn Sie sagen, das Zeug wieder auspacken ist teuer, und darum lohnt sich das nicht. Mit weniger Verpackungen, mit... Also irgendwie, da bin ich jetzt ganz ehrlich, da bin ich wirklich schmerzfrei. Ich finde das, was besser wirkt. Also, das muss man dann immer nachschauen. Oder? Also, man hat in der Schweizer Politik so eine Angst vor quasi dem, wo man sagt, ein Verbot oder so. Also manchmal ist ein Verbot das Gescheitste. Also jetzt zum Beispiel fossile Energien. Energieträger, die müssen wir einfach verbieten, an einem bestimmten Moment. Wenn man die an einem bestimmten Moment verbietet, dann hat man eine völlig liberale Regelung, weil man sagt, okay, und jetzt der Rest kümmert sich der Markt drum, oder? Also, und dann ist auch die Balance nicht wie, also ich sage immer, das ist so ein bisschen, also ich habe mal mit Herrn Blocher diskutiert, als er noch ein bisschen fitter war so zu Energiepolitik, etwa vor 10 Jahren, und dann hat er einfach gesagt, ja, aber wir müssen einfach so viel billige Energie zur Verfügung stellen, wie gebraucht wird. Das war quasi wie die Grundprämisse. Und wenn man von dieser Grundprämisse, das ist eine kommunistische Grundprämisse, oder? Also, für mich ist das nicht eine marktwirtschaftliche Grundprämisse. Ich habe eher eine marktwirtschaftliche Grundprämisse. Ich finde, Energie ist etwas Kostbares, Energieträger sind etwas Kostbares. Die dürfen auch ihren Preis haben. Das gibt Anreize auf verschiedenen Ebenen. Das gibt Anreize auch bei der Verbrauchsseite. Immer noch ist die nicht gebrauchte Energie eigentlich die günstigste, also die, die man gar nicht muss produzieren. Wir haben überall noch Potenzial, das wir ausschöpfen können, wo man die sogenannten Negawatt, sagt man denen, dann in Deutschland. Das ist ein Begriff, der in der Schweiz nicht so geläufig ist, als das, was man nicht braucht. Oder? Und jetzt auf Ihre Frage, also Food Waste, das hat ja dann auch mit Food Waste zu tun. Das ist natürlich ein Problem, das man von ganz verschiedenen Aspekten her muss anschauen muss. Wir haben dort das Problem, also es gibt ja auch andere Probleme, oder Problemlösungsstrategien. Ich sage jetzt der Säuekübel, den man nicht mehr darf haben, oder? Wo, das ist Kreuzfeld-Jakob als Ursprung. Wo man sich vielleicht auch mal wieder fragen muss, ja, ist denn das Gescheitste, wenn man das jetzt verstromt und vergaset oder so? Oder wäre es sogar noch gescheiter, dass man jetzt den Säu wieder verfüttern? Wäre eigentlich noch gescheiter. Aber dann das Zweitbeste ist dann das und das Drittbeste ist dann immerhin, wenn es irgendwo, wenn es noch würde, kompostiert werden, oder? Aber von dem her, ich meinte, man dürfte doch sagen, dass Lebensmittelabfälle zum Beispiel im Detailhandel, dass man die muss trennt entsorgen, Punkt, oder? Da brauche ich eigentlich, muss ich kein Geld in die Hand nehmen. Das hat halt vielleicht am Schluss, gibt das auch einen Anreiz,
für den Detailhändler, dass er halt das Sortiment nicht bis am 8. am Abend, wo dann die Türe zugeht, oder am 6. oder wie es dann ist, quasi alles voll gefüllt ist. Das ist ja wegen dem, also wir haben jetzt in der Corona-Zeit auch erlebt, dass, dass es zwischen dem real existierenden Sozialismus und dem Überfluss, den wir jeden Tag haben, irgendwie auch noch einen Mittelteil gibt. Also Gopetom hat ein Sondervertriebszentrum gemacht, wo sie die 100 wichtigsten Produkte drin haben. Weil sie gemerkt haben, sie kommen sonst nicht mehr an. Und dann hat es halt, irgendwie nicht 17 verschiedene Duschschäle gegeben. Sondern eine für Männchen und eine für Weibchen und noch eine für Babys. Und das ist gegangen, oder? Und das ist, ich finde, dass man muss sich auch so überlegen, dass wenn ich im Laden gehe, dass ich halt auch nicht mehr unbedingt die Erwartung habe, dass dann alles dort ist. Voll auftürmt, bis am Schluss. Und das gibt natürlich Anreiz, an den Detailhändler das auch zu ändern. Wenn er wüsste, er muss am Schluss, ich kann das nicht einfach fortrühren. Mhm. Also vielleicht bezüglich Erwartungshaltung ist noch ein Aspekt, den ich gerne möchte einbringen möchte. Ich meine, Irrtum vorbehalten, wir sind jetzt seit zwei, drei, vielleicht drei Jahrzehnten sind wir jetzt dran, mit alternativen Energien zu arbeiten. Und die Erwartungshaltung, die man in die alternativen Energien hat, ist meines Erachtens, vor allem aus technischer Sicht, manchmal viel zu hoch. Weil, wenn man nur ein bisschen zurückgeht und sich überlegt, wie lange hat denn das elektrische Konzept gebraucht, bis sich's etabliert hat, so wie wir das heute haben. Oder ich meine, der Edison war irgendwie am Ende des vorletzten Jahrhunderts stolz, dass er einen Strassenzug mit 6 Strassenlampen konnte versorgen. Er hat sich persönlich verfindet mit dem Tesla, der gesagt hat, Gleichstrom ist es nicht, es ist mehr Wechselstrom. Oder ich meine, das Versorgungskonzept, wie wir es heute haben, sind mindestens 50 Jahre Forschen, Pröbeln, teilweise zum grossen Teil Experimentieren dahinter. Und heute haben wir das Gefühl, die ganze Biogasgeschichte beispielsweise, tun wir in 10 Jahren abhandeln und dann haben wir alternative Produkte oder alternative Erzeuger, wo wir quasi das Kraftwerk wegnehmen, das herkömmliche oder das AKW wegnehmen und eine Biogasanlage herstellen. Aber ich denke, dort unterschätzt man die Prozesse. Ich denke, das braucht mehr. Und darum ist für mich der Entscheid gestern vom Bundesrat, ist für mich auch, stimmt mich nachdenklich, weil, oder ich meine, das kommt mir so vor, wie wenn man einem Kind nach 8 Monaten sagt, dir kaufen wir jetzt einen Rollstuhl, das mit dem Laufen kriegst du nie aufdrehen. Aber vielleicht braucht es einfach, vielleicht muss es anderthalbjährig werden, bis es läuft. Und das finde ich ein bisschen schade. Und darum denke ich, müsste man sich vielleicht mit der Erwartungshaltung auch 2-3 Gedanken machen, ob das vielleicht nicht ein bisschen länger Zeit braucht, dass sich solche Energien etablieren können. Ich gebe völlig recht, Herr Kammer, Dekarbonisierung, das ist ein Thema, das man noch überhaupt nicht gelöst hat. Aber vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Ja, wobei, wenn ich jetzt in die umliegenden Länder schaue, es ist wirklich beeindruckend, wie das vorwärts geht. Also, ich meine, das ist ja extrem im Vormarsch. Also, ich bin da sehr optimistisch, dass das relativ rasch, dass man das anbringen kann. Also auch in der Schweiz, wir haben halt schon eine gute Ausgangslage. Und ich würde jetzt auch die Investitionsbeiträge noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil das ist unter anderem auch von uns ein bisschen vorgeschlagen worden, kann ich dazu geben an der Stelle. Also ich habe da ein bisschen eine andere Position als Sie. Ich meine, es ist ja nicht so, dass bei uns zum Beispiel keine Photovoltaik zugebaut wird, obwohl das ja jetzt so Investitionsbeiträge sind. Also das war im letzten Jahr eine erhebliche Menge gewesen. Also 350 Megawatt, wenn es mir recht ist. Das ist also näher beim Zubau, den wir in Deutschland haben. Für das, dass wir schon so viel Wasserkraft haben und eigentlich relativ gut dastehen, was den CO2-Mix angeht, vom Strommix. Und das heisst, es gibt eben auch mit dem Eigenverbrauch, den man machen kann, gibt es durchaus Anreize, dass man auch mit so Investitionsbeiträgen eben wirtschaftlich kann sein kann. Und ich könnte mir das jetzt auch für eine Biogasanlage vorstellen, dass das durchaus aufgehen kann. Vielleicht auch noch in Kombination mit ein bisschen höheren CO2-Preisen. Das ist für uns, ist halt ein bisschen unsere Sicht, oder? Das wäre eigentlich rein marktwirtschaftlich die eleganteste Lösung, dass man halt wirklich einfach über einen sehr hohen CO2-Preis dann eigentlich das Ganze würde angehen. In der Schweiz haben wir eigentlich schon relativ einen hohen CO2-Preis jetzt auf Brennstoff, einfach für Endverbraucher. In Europa sieht es ein bisschen anders aus. Und in der Schweiz kann der jetzt auch noch deutlich steigen. Also
wer weiß, oder? Vielleicht gibt es irgendeinen Punkt, wo dann durchaus so eine Biogasanlage oder auch Biogas an und für sich könnte interessant werden. Durchaus konkurrenzfähig dann mit Erdgas. Das Problem ist, Photovoltaikanlagen funktionieren technisch ganz anders als Biogasanlagen. Für Photovoltaikanlagen kann das mit Investitionsbeiträgen funktionieren. Aber bei den Biogasanlagen hat man viel höhere laufende Betriebskosten. Und darum geht das System nicht. Und dann möchte ich dort vielleicht gleich auch anfragen, warum verkauft die BKW auch ihre landwirtschaftlichen Biogasanlagen oder auch ihre Biogasanlagen? Soweit ich informiert bin, sie haben die verkauft, weil sie zu wenig rentieren. Da gebe ich Ihnen recht, ja. Das ist wirklich eine grosse Herausforderung bei Biogasanlagen. Das ist definitiv so. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt der Markt, sozusagen, der halt entscheidet. Und zum Beispiel in der Schweiz haben wir ja eben sehr viele Speicherkraftwerke. Und die scheinen jetzt halt ein bisschen konkurrenzfähiger zu sein momentan als Biogasanlagen. Und jetzt muss man sich natürlich dann schon überlegen, es ist ja in dem Sinn, beides zahlt ein auf das Ziel, das wir haben, oder? Dass wir flexible, CO2-freie Stromerzeugung haben. Und das ist in dem Sinn technologieneutral. Der CO2-Preis, das ist ein wichtiges Element, oder? Wir hoffen, dass der noch weiter steigt. In Europa gibt es jetzt eine gute Entwicklung eigentlich in diesem Bereich. Wir vermuten auch, dass das noch ein bisschen mehr nach oben geht mit dem ganzen Green Deal. Auch in der Schweiz sind wir da eigentlich relativ gut unterwegs. Und dann gibt es eigentlich das Signal. Und welche Technologie das dann verwendet wird, um das Ziel zu erreichen, das ergibt sich dann aus dem Marktsignal heraus und halt aus den Kosten, die Technologien haben. Das Problem ist, dass dort im Marktsignal von den Externalitäten, auch von Effekten, die Biogasanlagen reduzieren, nicht mit einberechnet werden. Ja. Klimaschutzmaßnahmen werden nicht mit einberechnet, nein, die Regelenergie, die in dem Sinne auch wenig berücksichtigt wird, die Schließung der Nährstoffkreisläufe. Und darum ist das Problem, wir haben das Energiegesetz, wir haben das CO2-Gesetz, wir haben das Landwirtschaftsgesetz und es wird nicht zusammen geschaut, dass die Anlagen tragfähig sind finanziell. Und nur über das Energiegesetz... Aber die Politik hat also nicht mehr blockiert. Ja. Aber eben, wenn wir jetzt gerade reden von Systemintegration und System, also Systemdienstleistung und Regelenergie für Dinge, haben Sie Biogasanlagen, die in Regelpools oder in Regelsysteme eingebunden sind? So viel ich weiß, haben wir das bei uns noch nicht. Aber das wäre durchaus denkbar. Also wir sind auch dran, den Regelpool eigentlich auszubauen, auch um steuerbare Lasten zum Beispiel. Elektromobilität ist ein grosses Thema, dass man eine Firmenflotte hat oder dass man dort dann die Elektroautos halt flexibel lässt und so. Und das kann kombinieren mit anderen Lasten oder mit Laufwasserkraftwerken. Wir sind dran, sie Laufwasserkraftwerke zu flexibilisieren. Und dort könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass eine Biogasanlage ganz gut reinpassen würde. Und dann kommt man ja dann auch etwas über aus dem Markt. Also für die Regelenergie gibt es einen Verdienst, wo man dann im Vergleich zu einer Photovoltaikanlage etwas verdienen kann. Photovoltaikanlage produziert ja oft dann, wenn der Strompreis sehr tief ist, immer mehr. Entsprechend hat der Strom eben gar nicht mehr so viel Wert. Und Biogas kann man, wenn sie flexibel ist, eben dann schauen, wann produziert man. Man kann am Regelenergiemarkt teilnehmen, am Intraday-Markt, also wirklich ganz kurzfristige Markteinnahmen generieren. Also ich sehe da in dem Sinn schon Chancen und ich könnte mir das vorstellen, dass wir das dann aufnehmen würden. Wie gesagt, in Deutschland gibt es einige Sonnen-Community zum Beispiel. Dort kann man seine eigene Photovoltaikanlage mit Batterie kann man in so einen Pool geben und dort gibt es auch Biogasanlagen, die eine super Ergänzung sind eigentlich. Muss man ja eher in die Richtung denken, dass man nachher, also das eine ist natürlich das Thema Smart Grid, dass man das Ganze alles schön steuern kann oder so, aber dass man natürlich auch schaut, dass man die Abhängigkeit ein bisschen reduziert. Also, was Sie gesagt haben, dass man vielleicht auch lokaler auch versucht, quasi wie lokaler schon zu machen. Und wenn ich schaue, der Herr Gunzinger hat ja mal so die Simulation gemacht und das durchgerechnet hat, quasi, wo er eigentlich gesagt hat, wenn wir so auf der Ebene vom Quartier quasi in Speicherkapazität irgendwie von ich glaube, eine Dreiviertelstunde hat er. Dann können wir ganz viel, was wir sonst fortrühren müssen, an diesen Spitzen, die wir jetzt von Solar erzeugen, schon heute erzeugen und sicher noch mehr werden erzeugen, kann man quasi so binden. Und ich denke, man muss wie integrierter denken. Und die Frage, die ich jetzt so sehe, ich bin weder Agrarpolitiker noch Energiefachmensch, sondern ich versuche, ein bisschen zusammenzudenken. Die Frage jetzt im Sinn von auch so, zum nochmal zurückführen auf das, was uns eigentlich da hinführt.
sehen Sie, das interessiert mich jetzt einfach, das ist eine echte Frage, nicht eine rhetorische, sehen Sie irgendwo auch eben ein Potenzial für, ich sage jetzt, für Biogas in so einem kleineren oder in einem mittleren Maßstab, also was dann eben nicht darauf eingeht, dass man sagt, ja, das ist ein Teil, wo dann quasi im landesweiten Versorgungsszenario eine Rolle spielt, sondern auf dem Hof auf so etwas könnte dann ändern. Also grundsätzlich ist dort sicher ein grosses Potenzial in kleinen Netzwerken oder eben quartierstrommässig die Leistungen zu erbringen, respektive Strom oder eben auch Gas zu produzieren. Und dort ist auch sehr wichtig, dass man das wie nicht vergisst, ist die Produktion oder die Abwärme, die Fernwärme, die auch noch produziert wird von diesen Biogasanlagen. Und dort, wenn wir im Winter, wo wir ja sowieso Winterstromlücken haben, sollten versuchen, die Heizkosten auch noch zu ersetzen, respektive mit dem erneuerbaren Wärmesystem, wäre sehr wichtig, dass man das Potenzial auch nutzen. Dort ist aber dann die Frage, ja, wo kommen denn die Biogasanlagen her? Wo ist der richtige Standort? Und dort ist dann die Raumplanung dann auch ein recht grosses Hindernis. Und einerseits sollte es auf den Betrieben sein, sie sollten wirtschaftlich sein, aber aus der Raumplanung her müssen sie wirtschaftlich untergeordnet sein im landwirtschaftlichen Betrieb. Das wird je nach Kanton sehr unterschiedlich gehandhabt oder interpretiert. Und dann gibt es Einschränkungen eben aus Sicht Landschaftsschutz. Das passt doch jetzt nicht, neben einem schönen Emmentaler Bauernhaus, eine Biogasanlage. Und dann ist auch noch die Frage mit den Leitungen und mit der Fernwärme. Also ich habe in Zollikofen gibt es eine Biogasanlage, die man sieht, wenn man durchfährt zum Grauholz, wenn man Richtung Stadt fährt, auf der linken Seite. Dort hat eine Fernwärmungsleitung nicht gebaut werden zu einem neuen Quartier, weil das im Landwirtschaftsland war. Und das ist dann, ja, ist dann auch die Frage, ist jetzt dort, welche Hemmnisse haben wir dort? Wie können wir dort das Potenzial besser nutzen? Und wo sollen die Anlagen sein? Und eben dort haben wir die vielen verschiedenen Zielkonflikte, wo jetzt das aus der Raumplanungssicht her soll gehören, wo ist es effizient, dass wir eben die Quartierstrom auch dezentral oder eben in Quartierstromgemeinschaften können produzieren können. Aber grundsätzlich sollte es sicher mehr in diese Richtung gehen. Eine weitere Möglichkeit, die es auch gibt mit Biogasanlagen und die vielleicht auch mehr wird kommen, ist eben wirklich die Produktion von Treibstoff und wie Inseltankstellen. Die könnten dann, je nachdem, günstigen Standorten, könnte es sicher auch noch das Potenzial sein. Sei es jetzt auch für Unternehmen mit einer grossen Flotte irgendwie, dort ihren Treibstoff zu beziehen. Also das wäre dann CNG oder LNG, oder also wahrscheinlich CNG vor allem. Also komprimiertes Gas, also komprimiertes Biogas, wo mittlerweile Migros und Coop und Lidl vor allem aussetzen. Das relativ gut in Lastwagen. Und das ist ja auch schon, das ist etabliert auf der industriellen Seite. Also solche Lastwagen kann man kaufen. Werden in Arbon entwickelt, ehemals Saurer. Das sind zwei Fragen reingekommen von der Miranda Wiegand. Die erste an der Remo Burkhardt. Gibt es eine besondere effiziente Mischung für den Bioreaktor? Würde das System auch funktionieren, wenn die eigene Abwasserleitung in den Reaktor geführt würde? Ja, das gibt schon eine spezielle Mischung. Es gibt jeder spezielle Stoff hat einen eigenen Energiewert, so wie Altöl oder Hühnermist, Rindergülle. Das ist alles so aufgelistet. Das haben wir in der Schule dazu mal durchgenommen. Mit dem eigenen Abwasser haben wir es nie probiert, weil ja, wenn du unten etwas am Machen bist, hat es etwa ein bisschen weggespritzt und der Gedanke war dann nicht so cool gewesen, ja. Aber nur jetzt das Abwasserleitungsrohr, so zum Beispiel in Tanki, das würde bei einer so kleinen Anlage nicht gehen. Aber es gibt ja auch bei den Tiny Häusern die WCs, wo es flüssig und fest trennen. Und dann würde es schon funktionieren, würde ich sagen. Sicher hat man nicht so guten Wert wie mit Rinder- oder Hühnermist, weil das ist wirklich sehr aggressiv. Das schmeckt mir auch gut, wenn es der Bauer aufs Land tut. Kann man gerade sagen, was genau ist. Aber sicher wird es funktionieren. Da ist noch eine andere Frage gekommen von Jan Schoch.
Könnte das durch die Mini-Biogasanlage gewonnene Gas als Ersatz für Butan oder Propan genutzt werden, beispielsweise als Grillgasersatz, sodass in einem Garten eine Selbstversorgungsanlage erstellt werden könnte? Ja, 100%. So haben wir eigentlich unsere Tests gemacht. Wir haben einen Gaskocher genommen, einen Campinggaskocher, haben dort unseren Schlauch angehängt, haben das abgedichtet und haben dann gestoppt, wie lange das unser Wasser bis es kocht hat, wie lange das hat. Und haben so, halt, wie man in der Schule lernt, mit dieser Formel können ausrechnen, was wir für eine Leistung haben vom Gas. Das andere war, der Grill kann man anhängen, man muss aber ein Reduzierventil wegnehmen, weil ja die Gasflasche hat Druck, ein Druckreduzierventil und unsere Biogasanlage hat ja einen recht kleinen Druck und wir mussten es einfach direkt am Grill anhängen und haben so dann den Grill auch betreiben können. Und auch immer, wenn wir etwas dran am Basteln waren, ja, zum Mittag gab es entweder ein Raclette-Risotto und alles aus dem eigenen Biogas. Und das ist natürlich schon genial. Und das aus so kleinem Aufwand, oder? Das muss man auch immer sehen. Also, ihr seid jetzt in einer Richtung, die eigentlich in unserer schweizerisch-deutschen Forschung, oder auch in Deutschland oder in der Schweiz, Vorstellung von Engineering eigentlich relativ wenig beachtet wird. Also, der Trumpf ist immer Happy Engineering. Je komplizierter, desto toller. Mhm. Und bei gewissen Sachen müssen wir jetzt quasi von vorne und zu unterst, wie mache ich etwas möglichst einfach? Ist das ein Ansatz, um nachher das System zu vergrössern? Ja, ich denke schon, aber ich habe noch etwas anderes zuerst. Ich finde es so speziell, weil wir haben 150 Liter Gas einfach so können speichern, egal wie lang. Wenn ich jetzt Solar speichern will, dann brauche ich eine Batterie, Siliziumabbau etc. Aber wir haben hier einfach mit einem Kunststofffass haben wir können 150 Liter speichern und haben das können nutzen, wenn wir haben wollen. Und darum ich sage Biogas, das ist top. Ich habe mal ein Video gesehen von Costa Rica von einem Avocado-Bauer, der seine kaputten Avocados, die am Boden liegen, auch in einem Kübel hat und so das Gas gewonnen hat. Und er hat immer gesagt, es ist eine Nicht-Nutz-Anlage. Also du brauchst nicht Bagger, du brauchst nicht etwas, wo viel Beton oder... Bei einer grossen Anlage ist es natürlich schon wieder anders. Oder? Dann musst du Aushub machen, musst Rohr legen, Fundamente etc. Aber so eine kleine Anlage oder so, du musst nicht irgendwie etwas vom Ausland holen, wie Lithiumabbau, wo nachher hinten etwas vergessen wurde, von wo kommt überhaupt die Batterie oder so, oder wie du sie entsorgen. Und so ist es ganz einfach, ein Speicher und es läuft. Und eben, das Problem ist halt wegen dem Geld. Eben, Kilowattstunde bei einer Biogasanlage ist recht teuer. Ja, aber wenn wir in 2050 die Energiestrategie irgendwie erreichen wollen, dann müssen wir halt auch mal etwas anderes probieren. Und das ist auch das haben wir auch aufgeschrieben mit diesen 2050 in diesem Jahr, dass das die Energiestrategie ist. Dann. Dass man muss probieren, etwas Neues zu bringen und dann muss man halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und für unsere Zukunft, für unsere Kinder ist es vielleicht dann besser. Ja. Was wäre denn für Sie aus Ihren Erkenntnissen eine Erkenntnis für Ihren Lehrplan? Wie soll ich sagen? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen überheblich, aber die Erkenntnis für unseren Lehrplan ist, dass wir eigentlich so im Grossen und Ganzen so weiterfahren, wie wir es jetzt gemacht haben. Wie ich es eingangs gesagt habe, überall genau heranschauen, überall ein Fragezeichen hinter dran setzen. Schon rein aus der Geschichte, aus der Welt, bleibt nie für lang so, wie sie ist. Und darum finde ich die Arbeit von Remo und von David so speziell gut, weil sie haben wirklich in eine Nische geschaut und geschaut, was ist da möglich mit ganz einfachen Mitteln und eben, dass es am Schluss ein einfaches Konzept ist, oder? Dass es nicht irgendwie ein Ingenieur braucht, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und um das zusammenzubauen, sondern dass man es am Schluss auf einem ganz einfachen Nenner hat, mit ganz einfachen Komponenten, wo man, ja, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, im Jumbo kann kaufen und nachher zusammenstecken. Oder? Und ich denke, das haben Sie sehr treffend gesagt, das ist ein Segment, das man im Moment gar nicht gross anschaut in Europa. Aber ich denke, das Segment hat unheimlich Potenzial. Und vielleicht sieht ja, das ist jetzt eine Hypothese, aber vielleicht sieht ja in 100 Jahren unsere Energieversorgung aus wie das Internet. Jeder, der irgendetwas zu bieten hat, hängt her. Ob jetzt das ein Terawatt ist oder ob das 5 Kilowattstunden sind, spielt gar keine Rolle. Ich weiß es nicht. Aber es könnte durchaus ein Ansatz sein, das könnte eine Idee sein, dass sich das entwickelt. Wie gesagt,
mit all diesen Versuchen, die passieren, tut man im Moment zu wenig Beachtung schenken. Also ihr könnt ja eure Anlage einfach als Kochrezept veröffentlichen auf dem Internet, oder? Ja, das war das Ziel, dass es ganz einfach aus einfachen Mitteln gemacht wird. Aus Sachen, die man nicht nur einfach speziell produzieren muss, sondern die überall erhältlich sind. Die Kosten tief sind. Und eigentlich das Ziel, ja, dass vielleicht auch, eben, wir haben jetzt gesehen im Kollegenkreis oder in der Familie, was das für Akzeptanz für das Thema geschaffen hat. Nur einfach, wenn man sich mal damit befasst, wenn man mal sieht. Und ich glaube, es gibt einen Haufen, die selber so etwas würden, vielleicht mal interessant finden und mal etwas nachbauen. Das technische Handwerk im Grundsystem, wenn man es wirklich einfach aufbauen will, muss nicht riesig sein. Aber ihr habt gesagt, ihr habt eine spezielle Steuerung gemacht. Das ist jetzt für uns. Jetzt wäre die Kunst, das zu vereinfachen. Die Steuerung ist für uns eigentlich. Das Ganze funktioniert auch ohne Steuerung. Die Steuerung war für uns, zum Beweisen, die Arbeit funktioniert, zu dokumentieren und einfach halt die grosse Anlage kleiner zu skalieren. Aber das ganze System würde im Garten, im Einfamilienhaus, auch ohne die ganze Elektronik funktionieren. Wir haben ja, also jetzt habe ich gerade eine Frage. Also wir denken jetzt bei uns, aber wir haben ja auch andere Situationen an. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass in vielen afrikanischen Ländern wird der Dung nachher zusammengenommen von den Kühen oder also von den Viechern und nachher wird das verbrannt und anstatt dass das irgendwo im Kreislauf drin bleibt. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, und man könnte sagen, okay, man hat den Wärmenutzen hat man und hat aber nachher den Nährstoff trotzdem und sogar noch in einer besseren Form. Gibt es da schon so? Also wären Sie jetzt da quasi eine Pionierin als Schule oder Sie als Team? Pionier, wo so etwas, oder gibt es da auch schon in diesem Bereich, jetzt eher im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, solche Projekte? Also so kleine Biogasanlagen gibt es natürlich schon. Wir sind nicht die Ersten. So, in Australien, Sri Lanka, Costa Rica oder in Afrika, und da haben wir auf YouTube, Google, überall findet man. Israel hat sogar eine Webseite, wo man bestellen kann, nur wir haben alles ein bisschen angeschaut und wir haben sagen, uns ist eigentlich das Beste. Gut. Weil wir sind in der Schweiz. Wir haben angefangen im September, das war warm, war okay. Unser Substrat braucht so zwischen 20 und 30 Grad, um es richtig gut produzieren. Dann ist der Winter gekommen, draußen 5 Grad, was machen wir? Irgendwie Mitte November haben wir draußen etwa 12 Grad gehabt. Ich bin raus schauen, unser Substrat hat 35 Grad gehabt, aber ohne Heizen. Die Bakterien haben das so geschafft. Und so gegen die 40 Grad haben wir uns dann an mich angerufen und haben gesagt, hast du gesehen, ja, was machen wir, wenn wir rauslassen oder was passiert? Und die haben geschafft, wenn die das richtige Material haben, dann schaffen die selber. Wir haben zwar gut isoliert und alles, aber zum Beispiel das von Israel auf dieser Homepage, das ist einfach ein Sack. Unten ist eigentlich das Substrat, der Abfall, und oben steigt das Gas und geht oben hin. Und den Sack, den kannst du zusammennehmen, neu mit herstellen und das Zeug undiert. Aber wo lässt die Ware sauber raus? Da geht doch alles zusammen. Wie entsteht der Druck vom Gas? Und nachher, was ist, wenn es mal kalt ist? Das ist nicht isoliert, das ist einfach eine Art ein Plastik, halt wie ein Ballon. Ja. Also euer nächster Schritt wäre jetzt quasi das auf einer Webseite darstellen. Das müsst ihr kaufen, das gehört dazu. Und dann gibt es verschiedene Grössen mit 2, 4 und 7 Paletten, wo man das draufbaut. Ja, etwa so ist unsere Idee. Nein, wir arbeiten beide zusammen 100%. Und ich bin jetzt am Zügel und wir haben es jetzt auch müssen wegtun. Die Biogasanlage ist jetzt über ein Jahr auf meinem Sitzplatz gestanden. Und ja, aber eben, wir sind mit 2 im Gespräch und bei denen haben wir schon so ein bisschen Pläne gemacht, eben ganz einfach. Also es wären 2 Kunden, die von euch eine Biogasanlage wollen? Ja, Kunden nicht. Mehr so, sie haben den Platz und wir haben Lust, um etwas zu machen. Ja. Und auch sie haben Lust, vor allem fehlt halt einfach der Platz. Ja. Aber und jetzt schauen wir mit denen, ob wir dort mal etwas wollen, mal 2-3 Wochen zusammenhocken und etwas zusammenbasteln und schauen, was wir rausholen können und ja, wie es funktioniert. Weil eben, so wie wir vorher gesagt haben, viel kochen noch mit Gas. Und mit Gas kochen ist eigentlich etwas vom Besten. Und wieso nicht einfach noch einen zweiten Schlauch statt Stromkabel noch einen Gasschlauch hier? Neben da ist Elektro und da ist Gas.
Und wenn man Gas hat, nimmt man Gas. Und wenn man Strom braucht, nimmt man Strom. Wie haben Sie vor, solche Sachen jetzt weiterzuentwickeln? Also Sie innerhalb von Schule oder haben Sie vor, Partner zu suchen? Eben, wenn gerade jetzt Leute über BKW. Also was mir, wie soll ich sagen, auf der einen Seite, was uns natürlich spannend interessiert, ist grundsätzlich die Erkenntnis, die man daraus gewinnt. Und da haben wir immer, die Leute müssen, also die Studierenden müssen eine Diplomarbeit machen. Und wir haben eigentlich im Normalfall, dürfen wir den Wissensgewinn daraus, dürfen wir brauchen, um die Leute weiterzubilden. Also Biogas, die kleine Biogasanlage von Remo und von David wird der Dozent das nächste Mal sicher nicht mehr sagen, ja, keine Ahnung. Dort wird er sicher ein paar Daten haben von dieser Biogasanlage, wo er den Leuten sagen kann, unter den und diesen Umständen kann man das und das machen. Das ist sicher mal der eine Aspekt. Auf der anderen Seite ist ja, wie soll ich sagen, es klingt immer so ein bisschen despektierlich, aber unsere Abnehmer oder unsere Abnehmerin ist die Industrie. Also wir bilden Leute ausbilden, die in der Industrie auf der praktischen Seite, also in der Produktion tätig sind. Gleich ob das Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, spielt echt gar keine Rolle. Und was wir als Schule sicher können bieten, ist so eine Plattform, wie wir jetzt zusammengestellt haben, mit verschiedensten Leuten, dank unseren Beziehungen, die wir in der Industrie haben, wo man so Themen noch mal breiter diskutieren kann und auch andere Leute kann interessieren für so Themen. Das ist sicher das, was wir als Schule können bieten, ohne dass ich jetzt wieder die bildungspolitische Diskussion anregen muss. Aber das ist sicher das, was wir im Moment können bieten können und was wir auch sehr gerne machen. Und ich denke, was auch, ich erachte es zumindest so, was auch eine zentrale Aufgabe ist von der Ausbildung. Dass es nicht einfach fertig ist mit einem Diplom, sondern dass es darüber ausgeht, dass man dort weiterdenkt. Ja. Frau Hofer? Wie überzeugen Sie Ihre Bauern von mehr Biogas? Die Förderung entsprechend stimmt. Das es muss sich einfach in dem Sinn, ja, es muss sich lohnen. Es muss Abnehmer geben, die bereit sind, etwas dafür zu zahlen. Ich sehe den Blick vom Herrn. Ja, also ich habe den Gedanken von Herrn Glättli halt sehr gut gefunden. Also ich frage mich, muss es jetzt die Schweiz sein? Es gibt halt Gebiete, wo das viel besser einsetzbar ist und auch mehr Wert hat, denke ich. Also es kann schon in der Nähe sein. Also zum Beispiel haben wir uns gerade Korsika angeschaut. Korsika hat zum Beispiel viel einen höheren Strompreis, als wir in Mitteleuropa haben. Oder? Weil das ist eine Insel. Dort baut man eine Photovoltaikanlage gebaut. Immer mit einer Batterie zusammen. Weil sonst müssen wir einfach einen Dieselgenerator einsetzen. Und da könnte ich mir vorstellen, in so einer Region ist eine Biogasanlage dann viel wertvoller. Oder eben in Entwicklungsländern. In der Schweiz, ja, ist es sicher ein relativ Herzpflaster. Wir haben so viele Speicherkraftwerke, die schon CO2-frei und flexibel Strom erzeugen können. Wir haben die Konkurrenz aus ganz Europa. Ja, da ist das sicher ein Herzpflaster. Aber für so, ja, außerhalb von Europa oder für irgendwelche Inseln oder Entwicklungsländer sehe ich jetzt schon Anwendungsgebiet für so eine Anlage, die sehr interessant sein könnte. Also vielleicht noch eine Nebenbemerkung, ein bisschen ketzerisch erkannt. Ich höre immer wieder von Speicherkraftwerken CO2-frei, AKW CO2-frei. Ich war in Weipak in Australien. Die bauen Uran ab. Und was ich dort gesehen habe, das hat mit CO2-frei so ziemlich gar nichts zu tun. Das sind riesige Bagger. Ich weiß nicht, wie viel Tank, Diesel die Alltag brauchen, um die Anlage zu betreiben. Und was hinten rauskommt, ist irgendwie, ich glaube, 100 Tonnen, 1 Kilo, das man weiterverwenden kann, um irgendwie den Brennstoff für die AKW zu erzeugen. Wenn ich an Speicherkraftwerke denke, wo man, ich sage jetzt vielleicht übertrieben, mit günstigem Kohlenstrom Wasser aufpumpt, wo man nachher quasi gereinigt wieder oben runterkommt und man wunderbare CO2-freie Energie erzeugt. Also ich denke, dort ist irgendwo vielleicht auch noch ein bisschen eine Informationslücke, dass man das viel zu wenig klar sagt. Oder? Das stört mich als Techniker immer wieder. Ich sage, schau doch genau her. Es ist sicher so, dass das Kohlekraftwerk mehr CO2 produziert als ein AKW. Da bin ich mit Ihnen absolut einer Meinung. Aber als Techniker, wenn ich das mir anlasse, sage ich mir, schaut doch ein bisschen genauer her. So wahnsinnig CO2-frei ist das gar nicht, wie wir hier tun. Und Biogasanlagen wären sogar negativ. CO2-Äquivalent. Das ist definitiv so. Oder das ist definitiv also, wir sind da natürlich schon. Der Gorilla im Raum ist natürlich die graue Energie. Das Material ist vorhanden. Klar. Und letzten Endes müsste man sich überlegen, könnte man eine graue Energie besteuern? Könnte man das? Weil in einer Gradixas stecken etwa 9 Jahre gleiche Produktion mit einem Gaskraftwerk. Einfach im Beton.
die dort drin ist. Die Grand Essence ist jetzt schon 60-jährig, hat sich gelohnt. Es ist eine CO2-arme Produktion. Aber wenn Sie die Betonorgien in der Lindlimmeren anschauen, dann wird es Ihnen schlecht. Oder? Beton ist 9% von CO2 in der Schweiz. Abfallbeton ist der grösste Abfallstrom überhaupt. Und in dem Moment, wo wir anfangen, die graue Energie zu besteuern, nicht nur die direkte Energie, dann sehen wir beim Biogas auf einmal eine völlig andere Welt. Oder? Oder was halten Sie denn? Also, wenn es im Mittel- oder im grossen Rahmen ist, dann ist es dann auch ein Tank, der nicht nur ein Plastikfass ist. Um das auch noch fairerweise zu sagen. Ich wollte jetzt nicht BKW loben, aber es gibt Betreiber von AKWs, die die abgestellt haben und andere, die es nicht gemacht haben. Das darf man es auch noch sagen. Aber es ist natürlich, ich denke, die Problematik liegt eher darin, dass man ja, quasi in der ganzen Energiepolitik eigentlich möglichst auf grosse Anlagen setzt. Und darum dann auch sollte ich sehr, ich sage jetzt, ein Pumpspeicherkraftwerk ist eine sehr ineffiziente Art Batterie. Oder? Es ist eine grosse Batterie, es ist eine Batterie, die sehr lange hält, aber sie hat auch gewisse Ineffizienz. Oder? Und natürlich ist es dann viel schlechter, wenn man das mit Kohlenstrom aufpumpt, als wenn man den Solarstrom aufpumpt. Etc. Das sind ja dann auch Faktoren, die man einrechnen muss. Aber mit der grauen Energie natürlich. Also ich würde sogar noch weitergehen. Natürlich braucht es das nicht nur dort, also im Sinne, dass man dann sagt, was ist die graue Energie, die in die Energieproduktion oder in die Speicherung hineingeht? Sondern das andere ist natürlich, wir müssten auch schauen, was ist die graue Energie von den Produkten, die wir in die Schweiz importieren. Genau. Das ist dann wieder der zweite Teil. Oder? Also, Tier 2 nach Paris Abkommen. Also quasi, dass man sagt, wir müssten vielleicht halt auch, ja, also in der Europäischen Union wird mindestens schon ein bisschen daran herumgedacht, dass man allenfalls sagt, man könnte ein Border Tax Adjustment machen. Also, dass man sagt, man tut dann das CO2 oder das CO2-Äquivalent besteuern von Produkten, wo importiert wird. Weil das würde natürlich die ganze Landschaft international ändern. Weil heute sagt man uns immer, ja, ihr könnt ja schön die Schweiz dekarbonisieren oder auch Europa. Aber China ist zwar auch super im Zubau von Solar, aber sie sind auch noch super im Zubau von Nuklear und sie sind auch noch super im Zubau von Kohle, oder? Also, das heisst, dort hat man einen dreckigen Strom und der ist am Schluss als graue Energie in den Produkten drin. Und das muss man natürlich, wenn man fair will, sich das überlegen, muss man das auch mit einberechnen. Sagt das jetzt eben, sagt das dann bei den Mitteln, die wir zum Teil bei uns produzieren, aber auch wenn man sie importiert, das ist klar. Aber das ist eine Gesamtsicht. Gibt es schon Bestrebungen, die Gesamtsicht ein bisschen öffnen, ich sage jetzt mal in Bundesbern, oder ist man da noch weiter vorweg? Ja, also ich sage jetzt mal, bei unserem Klimaplan spielt das eine Rolle, dass man sagt, also gerade der Teil Border Tax Adjustment ist natürlich ganz wesentlich, also weil sonst ist es nicht ein fairer Wettbewerb auch letztlich, klar. Oder? Also das ist das Gleiche, was wir in der Agrarpolitik in anderen Themen auch immer wieder Frage haben. Oder? Also, aber jetzt der Teil, den Sie jetzt sagen, ich sage jetzt mal die graue Energie im Beton, da gibt es meines Wissens eigentlich keine grossen Bestrebungen, ehrlich gesagt. Nein. Nicht. Also, vielleicht könnte Sie mich da eines Besseren belehren, nicht, aber ich wüsste es nicht. Nein. Also ich wohne in Basel und ich fahre in Altbot an den riesigen Kohlebergen im Hafen vorbei, wo alle im Zementwerk gehen. Ja, ja. Mhm. Und da wird es mir einmal schlecht, wenn ich das sehe. Und es also ist immer ein Schiff und immer ein Zug dort. Ja, das ist eher so, dass man bei den Zementwerken, dort ist es natürlich schon so, dass das weiss man, dass das so einer der grössten Blockverbraucher ist. Dort sagen wir dann halt, aber das ist nachher der End of Pipe, das ist nochmal eine andere Geschichte. Dort sagen wir als Grüne auch dort, könnte sich eben dann CSS wirklich lohnen, also dass man Carbon Capture and Storage genau. Macht. Weil das quasi, also das ist jetzt nicht wie nicht das Kleinworks-Modell, wo man einfach das irgendwo hinstellt und das was in der Luft ist, sondern dass man dort, wo man eine höhere Konzentration hat, quasi das auch wegnimmt. Aber auch dort, das ist eine End-of-Pipe-Lösung natürlich. Mhm. Und letztlich stellt sich dort auch die Frage, wenn man das Gesamtsystem anschaut, wie bauen wir, also jetzt die Staumauern, die können wir nicht aus Holz bauen. Aber was haben wir für Rohstoffe, die wir brauchen, das ist die Materialisierung im Bau. Und da finde ich es sehr spannend, dass man sieht, dass wir auch 3, 4, 5, 6-stöckige Häuser jetzt, dass man dort schafft, man jetzt auch an den Vorschriften von der Feuerpolizei her und so, dass man das darf.
Oder dass man sagt, man hat einen Betonkern jetzt für die Erschliessungsräume und den Rest macht man nachher auch tragende Elemente aus Holz. Das sind dort auch spannende Sachen. Nur im Bau haben wir einfach irgendwo, das fahren wir über 50 Jahre aus. Oder? Das fahren wir nicht in ein, zwei, drei Jahren aus. Und man, ja dort, man reisst ja sehr viel Beton ab und man könnte das eigentlich, das sind ja alles standardisierte Mittel, man könnte das eigentlich im Baustein zersägen, statt zu stampfen. Und weil da bin ich zu wenig Statiker, um dann wissen, ob denn das noch hält oder nicht hält. Ehrlich. Ich bin Elektroingenieur, ich kann da auch nicht wirklich im Detail weiterhelfen. Aber vielleicht noch einen anderen Punkt. Ich möchte gerade zu Ihrer Frage, Herr Glättli, möchte ich anhängen. Sie haben gesagt, welche Rohstoffe brauchen wir denn? Ich denke, in den nächsten Jahren, um die Energiestrategie voranzutreiben, ist es wichtig, dass wir hier die Frage stellen, welche Rohstoffe brauchen wir denn noch nicht? Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Es ist nicht so, dass ein Kollege von Remo Burkhardt und David Villiger hat auch eine Diplomarbeit gemacht und er hatte die Idee gehabt, mit einem alten Parabolspiegel, wo man früher wieder im Haus oben hatte für Satellitenempfang, war seine Idee, wie viel Wärmeenergie kann ich erzeugen, wenn ich den Parabolspiegel einfach den ganzen Tag der Sonne anrichte. Und seine Aufgabe war, eine Steuerung zu bauen mit so einem alten Parabolspiegel. Hat er so mit den Disco-Folien, die man früher hatte, dann die Disco-Ding hat er beklebt, dass das Licht schön reflektiert wird in die Mitte. Und er hat über einen Tag aus im Sonnenlicht, im Wohlverstand, im Januar, hat er eine Kerntemperatur erzeugt von ca. 400 Grad im Mittel. Oder, und das ist von mir aus Energie, die man nutzen kann. Klar, das ist etwas, das noch weit weg ist davon, wie soll ich sagen, wo man sich überlegt hat, wie führt man die Energie ab, was macht man aus dieser Wärme, die dort entsteht. Das sind alles Fragen, die man nicht angeschaut hat. Es ist nur darum gegangen, wie viel kann man rausholen, wenn man den Spiegel den ganzen Tag der Sonne anfahren lässt, mit einer automatischen Steuerung. Und eben darum denke ich, die Frage ist eben genauso wichtig, was für Energien oder was für Rohstoff oder was für Potenzial nutzen wir noch nicht. Also da reden wir ja beispielsweise von Urban Mining, oder, wo man, genau. Dass man also nur schon ein Kataster hat von bestimmten Technologien, die obsolet werden, Baumaterialien, die obsolet werden, und sich dann überlegt, was macht man denn nachher mit dem? Mhm. Genau. Oder? Und ich meine, wenn man das so anschaut, man hat schon einen riesen Energiegewinn, weil die Parabolspiegel muss man entsorgen jetzt. Und das ist ja nicht einfach irgendwie ein Stück Blech. Das ist beschichtet, das ist alles relativ heikel in der heutigen Zeit. Das kostet einen Haufen Energie und kostet einen Haufen Geld. Und so mit so einem, wie gesagt, das ist noch nicht so ausgereift, das Projekt. Aber die Idee ist einmal vorhanden und man hat gesehen, es gibt doch einen beachtlichen Nutzen. Und dann tut man eigentlich quasi etwas, was sonst auf der Halde landet, tut man mit wenigen Mitteln wieder in, quasi in Produktion hineinschleusen. Mit einer viel langlebigeren Zeit vielleicht, als das Parabolantenne hatte zur damaligen Zeit. Es ist ja für mich ist es auch die Idee, dass man hacken kann. Oder? Also, dass man quasi wie Sachen, die da sind, kann hacken kann. Also, da komme ich jetzt so von meinem eigenen beruflichen Background her. Dass man wirklich sagt, man nimmt Sachen und man führt sie zu etwas anderem hin, wo sie ursprünglich gar nicht gedacht waren, aber wo sie smart sind. Auf der anderen Seite ist es auch, also eben, sind Low-Tech-Sachen, das erinnert mich an jetzt, als ich, also ich bin hier noch klein war, mit 72er Jahrgang, aber so in den Mitte 80er Jahren ist das ganze, die ganze Energiepolitik auch bereits ein Thema gewesen, oder? Also, Solar Cooker, irgendwie all die Sachen. Ich meine, es gibt ja ganz viel, vieles gegeben. Sehr vieles ist dann halt einfach immer so ein bisschen auf der Ebene geblieben, dass ein paar Leute, so ein bisschen Halbaussteiger oder Ganzaussteiger mit ein bisschen einem alternativen Lifestyle, dann das irgendwie für sich vielleicht genutzt haben. Eben, man hat dann sofort gesagt, okay, das ist vielleicht etwas für Entwicklungsländer oder so. Aber dass man wie das bei uns hat können, quasi in unseren Alltag integrieren. Das hat ein bisschen gefehlt. Und ich denke, das ist das, was man jetzt auch bei so einem Projekt, wie auch bei dem, was Sie jetzt erwähnt haben, sich muss überlegen, wie kann man das so transformieren, dass das quasi, ich sage jetzt, ja, eine gewisse Attraktivität hat, auch dann das zu machen selber. Man merkt, dass so Sachen können gelingen, wenn man zum Beispiel an das Thema Urban Farming denkt, oder? Wo etwas ist, wo jetzt wirklich in den letzten paar Jahren stark aufgekommen ist, wo man auch muss sagen, ja, man muss nicht mehr, also
es ist quasi in der Mitte von der Gesellschaft, es ist recht hip irgendwie, es ist attraktiv, es ist cool. Und ich meine, das würde ja dann zum Beispiel auch mit so einer Anlage zusammenpassen, also wenn man sagt, okay, wir haben hier einen Gemeinschaftsgarten im Quartier und dann kann man noch alle seine Grünabfälle hinbringen, nachher kann man dort dann gemeinsam, also so Zeugs müsste man vielleicht auch zusammendenken. Und meine Empfehlung wäre, dass man wie würde versuchen, dass man eine Art Pilot macht, wo man sagt, eben auf einem Quartierlevel, wo man sagt, okay, jetzt versuchen wir mal so, wenn so verschiedene Arbeiten sind, dass man es wie kombiniert und danach quasi wie ein zeigt, wie das zusammenspielt, wie das ganz verschiedene Aspekte sind. Und dann glaube ich, kann so etwas, ja, dann ist es dann plötzlich Hipster-Potenzial, oder? Also ich möchte nicht sagen, dass das was in den 70er und 80er Jahren gemacht hat, dass das keine Folge gehabt hat. Es gibt da in der Nähe eine Firma, die heißt Esoro und Brusa, elektronische Steuerungen, die sind hervorgegangen aus den Tour de Sol-Experiment. Mhm. Und die machen heute die Kernkompetenz für die Elektroautohersteller. Mhm. Die schaffen schon den übernächsten Generationen von dem. Und von dem her, das sind genauso Bastler gewesen wie ihr jetzt. Oder? Die sind einfach 30 Jahre älter. Aber das heisst überhaupt nicht, mhm. oder, dass das keine Wirkung hatte. Mhm. Das hat eine gehabt, massive. Mhm. Ich habe noch schnell etwas. Der Peter hat vorhin gesagt, wegen den Spiegel, wo eben nicht mehr so gross gebraucht werden. Das ist genau das Gleiche wie bei uns jetzt. Bei der grösseren, die wir bauen wollen, 2000 Liter, 2500 Liter. Jetzt momentan ist ja der Hype von Wärmepumpe und so alles. Die Öltanks müssen raus. Die sind genau 1000, 1500, 2000 Liter. Die eignen sich perfekt. Die haben einen Abfluss, haben oben einen guten Deckel. Dort war schon mal Öl drin, das macht nichts. Die muss man nicht einmal gross rauswaschen. Da kannst du einfach nehmen, zwei, drei Anschlüsse haben und gut ist. Aber niemandem sagen. Aber das ist ein Hack, oder? Das ist ein Hack. Das ist ein super Hack, oder? Ja. Aber dann reden wir halt von 1,5-2 Tonnen, wenn er voll ist. Und damit kann man wie lange kochen? Dann müsste ich wieder bei der Folie zurück schauen. Dort. Ja, gehen Sie mal geschwind. Aber kommt dann nicht, ich mache jetzt auch nicht die Bremsende sein, weil es ist ja immer so mit technischer Entwicklung. Und dann kommen wieder die ganzen Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, es gibt dann auch schon auch Sicherheitsaspekte, die jetzt auch bei diesen teilweise Mikrobiogasanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben, im Moment geht es noch, aber je nach Grösse oder Sicherheitsvorschriften kommt plötzlich etwas dazu, das dann sehr limitierend ist. Ja, das ist klar, das haben wir uns auch überlegt. Und wir haben auch mit dem Hightech-Zentrum im Aargau zu tun gehabt. Die sind vorbeigekommen und haben uns zwei, drei Ansprechpartner gegeben, die wir zugehen können und auch auf das ansprechen, wie geht es weiter und was müssen wir genau machen. Und wir haben dann gesagt, wenn es dann so gross wird, dann sind wir nur Bastler. Wir brauchen dann jemanden, der eine Ahnung hat von der Vorschrift, die dann wirklich gelten will. Ja, es ist gleich Gas und es kann brennen, Feuerschutz etc. Aber eben, wir sind beinahe 100% angestellt. Es ist mehr so ein Basteln halt. Ja, aber habt ihr denn schon herausgefunden, wo ungefähr der Punkt ist, also der Sweet Spot, wo die grösstmögliche Anlage zum tiefstmöglichen Preis wäre? Eben beispielsweise mit so Tank? Nein, weil es gibt so etwas gar noch nicht richtig. Weil die kleinen Biogasanlagen, die wir gefunden haben, die haben 75 Kilowatt. Mhm. Und da sind wir natürlich weit davon entfernt. Ich habe gemeint, es gäbe, aber ich bin nicht ganz technisch so spezialisiert, bis zu 16 Kilowatt gäbe es auf dem okay. Markt. Und so 24 oder 36. Wo rein, glaube ich, aus landwirtschaftlichem Hofdünger hergestellt werden. Aber müssen wir da. Ich glaube, die BKW hat gestern auch eine Anlage noch ausgezeichnet im Berner Oberland. Vom Harald. Biogasanlagen, Biogasanlagen, ja. Vielleicht könnt ihr dort auch noch Inputs holen. Danke. Ja, also, ich glaube, wir haben ein paar Punkte angesprochen, die spannend sind, die auch in gewisse Richtung gehen könnte für alle. Also, Sie haben eine Aufgabe gefasst und Sie haben auch eine gefasst. Danke Ihnen allen für das Mitdiskutieren. Danke für die tolle Arbeit, die wahrscheinlich weit über das ausgegangen ist, also Diplomarbeit. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja. Ja, das ist eine Ehre für uns. Also, herzlichen Dank. Merci.
Also an dieser Stelle auch ein grosses Dankeschön an Sie alle für die spannende Diskussion. Und auch ein grosses Dankeschön an den ganzen Hintergrund, der das möglich gemacht hat. Die hat man jetzt gar nicht gesehen. Aber ein grosses Dankeschön, weil, wie gesagt, wir haben vor ca. 10 Tagen beschlossen, dass wir wegen dem spannenden Thema den Anlass nicht einfach absagen müssen, weil in der ursprünglichen Form hätten wir wegen der geltenden Covid-Bestimmungen nicht durchführen dürfen. Und sie haben uns unterstützt und haben uns geholfen, dass wir heute den Anlass in dieser Form so haben durchführen können. Und ich denke, die Diskussion wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Aus unserer Sicht ist es definitiv ein erfolgreicher Anlass. Herzlichen Dank an alle. Sind wir jetzt nicht mehr auf Sendung?